Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zu meiner neuen Tutorial-Serie für Blender 2.5. In dieser Tutorial-Serie werden wir diese Szene erstellen, die wir eben am Anfang gesehen haben. Das heißt, diese Ozeanszene und ein Vogelschwarm. Insgesamt warten 10 Videos auf euch mit ca. 6,5 Stunden Videomaterial. In diesen Tutorials werden wir eine Möwe komplett von Anfang an bauen, das heißt modellieren, sculpten, texturieren, wiggen, animieren, dann daraus einen Vogelschwarm erstellen. Dann werden wir noch alle Komponenten für die Ozeanszene erstellen und dann alles zusammensetzen und zum Schluss noch mit coolen Compositing-Effekten versehen. Und am Ende kommt dann wirklich genau die Szene raus, die ihr eben am Anfang gesehen habt. Das ist das Renderergebnis dieser Tutorial-Reihe. Ich werde in dieser Tutorial-Reihe nicht nur Blender verwenden, sondern auch das kostenlose Open-Source-Programm GIMP. Damit werden wir alle Texturen bearbeiten, die wir hier in dieser Tutorial-Reihe verwenden werden. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, ein Tutorial über das Boyds Particle-System in Blender zu machen. Mit diesem Particle-System kann man zum Beispiel einen Vogelschwarm, einen Fischschwarm oder irgendwas ähnliches erstellen. Ich hatte dazu irgendwann mal auf blendercookie.com ein Tutorial gesehen und damit mal ein bisschen rumgespielt. Und ich dachte dann irgendwie, nur starre Objekte rumfliegen zu lassen, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und darum habe ich dann auch noch das ganze Thema in diese Tutorial-Reihe eingebaut, wie man einen Vogel komplett erstellt, von Grund auf. Insgesamt habe ich 3 Monate an dieser Tutorial-Reihe gearbeitet. Natürlich nicht durchgängig, aber es hat 3 Monate oder über 3 Monate gedauert, bis sie jetzt endlich fertig ist. Und ja, ich werde jetzt Woche für Woche die 10 Tutorials veröffentlichen. Das heißt, in einer Woche kommt dann Teil 2 raus. Und dann immer so weiter. Guckt einfach mal auf das Datum von diesem Video, wenn das schon ein bisschen älter ist, dann sind die anderen Teile bestimmt schon alle draußen. Okay, ich wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit der Tutorial-Reihe und viel Spaß beim Blendern. Okay, bevor wir jetzt gleich richtig durchstarten, zeige ich euch noch kurz die Vorlagen, die ich gemacht habe. Einmal habe ich hier dieses Blueprint gezeichnet, also unsere Möwe, die wir jetzt erstellen wollen, einmal von der Seite, von vorne und von oben und hier ein paar Detailansichten. Und dann habe ich noch diese grobe Zeichnung erstellt, um sozusagen zu sehen, wie ich dann ungefähr die Möwe texturieren werde. Ich verwende übrigens die Version Blender 2.58 von blender.org. Und das ist die erste stabile Version, die es von Blender 2.5 gibt. Und ja, wir fangen jetzt an, unsere Möwe zu modellieren. Ich drücke einmal T, um dieses Seitenmenü hier auszublenden und drücke N, um dieses Seitenmenü hier einzublenden. Mit der A-Taste klappe ich mal diese ganzen Menüfelder ein und klappe nur Background Images aus. Hier setze ich einen Haken rein und drücke auf Add Images. Ich möchte jetzt mein Blueprint, also dieses Bild hier, in den Hintergrund von Blender laden, damit ich das sozusagen als Vorlage zum Modellieren benutzen kann. Bei so einfachen Sachen wie diesen Vogel, da wir ihn nur sehr grob bauen werden, ist das nicht unbedingt erforderlich. Aber wenn ihr kompliziertere Objekte oder diesen Vogel auch etwas detaillierter nachbauen wolltet, wäre es schon praktisch, sowas zu haben. Ihr könnt das natürlich auch mit Fotos machen. Ich drücke einmal Z, damit unser Würfel durchsichtig ist. Dann drücke ich hier auf diesen kleinen Pfeil und klicke auf Open. Jetzt suche ich mir mein Bild und schon ist es im Hintergrund drin. Jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für dieses Bild. Ich möchte jetzt, dass dieser Vogel von der Seite in der Mitte ist. Darum steuere ich jetzt mit den X- und Y-Koordinaten mein Bild hier hin. So. Ungefähr 1,05. Ich möchte, dass der Vogel genau auf der X-Achse liegt ungefähr, dass die Mitte vom Schnabel Mitte bis Schwanzmitte auf der X-Achse liegt. Wenn ich die Opacity mal ein bisschen runtersetze, dann sehen wir, liegt da ganz gut drauf. Ich mache hier mal 0,35, dass das ein bisschen durchsichtiger ist. Ich denke, ich erhöhe die Size mal auf 10. Das heißt, wir müssen den nochmal verschieben. Die Size ist die Größe des Bildes im Hintergrund. Okay, so ist, denke ich mal, ganz gut. Dann klicken wir jetzt hier oben bei Axis auf White.
Das heißt, jetzt wird das Bild nur von der rechten Ansicht angezeigt. Die Bilder, die wir hier in den Hintergrund reinladen, werden auch nur von der Orthographic-Ansicht angezeigt. Das heißt, wenn ich auf den Nummernpad die 5 drücke und wir im Perspective-Modus sind, sehen wir, werden die Bilder nicht angezeigt, auch wenn wir direkt von der Seite uns das angucken. Ich drücke mal wieder die 5 und schon sehen wir das Bild. Das heißt, es wird jetzt nur von der rechten Seite angezeigt und von allen anderen Perspektiven nicht. Ich möchte jetzt aber auch die Bilder von den anderen Perspektiven hinzuladen, darum drücke ich hier auf Add Image und hier unten entsteht so ein neuer Slot. Und da wir das Bild bereits einmal in Blender reingeladen haben, müssen wir es nicht nochmal öffnen, sondern klicken hier vorne auf dieses kleine Symbol und wählen unser Bild aus. Und schon sehen wir, haben wir das Ganze auch hier. Das soll die Vorderansicht sein, also wähle ich hier Front aus. Und dann kopiere ich mir hier oben erstmal ein paar Werte, indem ich STRG und C mit der Maus hier drüber mache und hier STRG und V. Und dann kopiert und fügt er den Wert ein. Dasselbe mache ich mit Size, dann brauche ich nicht so viel rumtippen. Die Y-Koordinate müsste ungefähr dieselbe sein, wie wir hier sehen. Und dann schiebe ich die X-Koordinate noch ein Stück rüber, dass das ziemlich genau in der Mitte ist. Okay, so. Und das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit der Obenansicht, aber das überspringe ich jetzt einfach mal. Gut, ich habe jetzt auch das Bild von oben hinzugeschoben. Ihr müsst dann bei Axis auf Top stellen. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch passt. Ich nehme einfach mal unseren Würfel und schiebe den mal hier in den Schnabel ran. Und guck mal von der Seite. Und wir sehen, das passt nicht ganz. Das heißt, hier unsere Obenansicht müsste ein Stück zurück. Ich hatte die Bilder so angeglichen, dass sie eigentlich passen müssten von der Länge. Ja, das passt jetzt ungefähr. Dann setze ich mal unseren Würfel zurück. Unser Cursor ist in der Mitte, also drücke ich Shift und S und Selected to Cursor. Wir haben jetzt unsere Hintergrundbilder eingerichtet und jetzt als nächstes geht's ans Modellieren. Okay, ich klappe mal hier die Bilder ein und auch mal das Side-Menü, in den ich N drücke. Es gibt jetzt verschiedene Modelliermethoden, um so ein Objekt zu modellieren. Ich kann bestimmt nicht die beste und schnellste Methode hier euch zeigen, aber ich benutze einfach meine Methode und bestimmt hilft die euch auch weiter. Ich verschiebe erstmal die Lampe und die Kamera auf eine andere Ebene, indem ich M drücke und dann hier einfach aufklicke. Wir benutzen jetzt eine neue Plane als Grundobjekt und deaktivieren hier mal dieses Feld. Dann können wir auch Punkte und Polygone selektieren, die hinter einer Fläche sind. Und jetzt lösche ich diese hier mal und jetzt haben wir hier nur noch so eine Kante. Dann gehe ich mal zu unserem Modifier-Menü und füge mal ein Mirror-Modifier hinzu. Wir sehen, jetzt passiert erstmal noch nichts, aber das Ganze wird gespiegelt. Wenn ich mal in den Object-Mode gehe mit Tabulator-Taste, sehen wir, wir haben jetzt auch auf der anderen Seite eine gespiegelte Variante. Ich selektiere jetzt das Ganze mal und gehe mal in die Seitenansicht. Wir müssen uns jetzt einfach irgendeinen Punkt suchen an dem Tier, wo wir anfangen wollen zu modellieren. Ich denke, wir fangen einfach mal vorne beim Schnabel an, und zwar hier bei diesem Bereich, und arbeiten uns dann Stück für Stück nach hinten durch. Jetzt formen wir sozusagen diesen Schnabel oder diese Form des Körpers ganz grob nach, indem ich einfach das Ganze extrude. Das heißt, ich gucke mir es von vorne und von der Seite an und schiebe dann einfach die Punkte hin und her und extrude das dann. Wir sehen, die Zeichnung von vorne stimmt vom Schnabelumfang hier überhaupt nicht. Daran lassen wir uns jetzt nicht stören. So. Dann selektiere ich das Ganze, drücke E und extrude das. Damit wir hier auch durchsehen können, drücke ich mal Z. Dann schalten wir in den Wireframe-Modus. Und jetzt passe ich das Ganze dem Kopf an. Wie gesagt, es wird einfach nur ein Low-Poly-Vogel, das heißt ein Vogel mit ganz wenig Polygonen. Da es dann ja ein großer Vogelschwarm werden soll, der im Hintergrund irgendwo rumfliegt, muss das jetzt nicht so das detaillierte Tier sein. Jetzt gucken wir mal von oben und wir sehen, da passt das schon mal überhaupt nicht.
Und dann verformen wir das Ganze mal. Diese Selektion könnt ihr mit der C-Taste hervorrufen oder aktivieren, besser gesagt. Und dann einfach mit der linken Maustaste über einen Bereich streichen. Und mit der rechten Maustaste könnt ihr das Ganze dann wieder deaktivieren. Wir sehen, langsam entsteht hier etwas. Wir können dann auch immer noch im 3D-Ansicht das Ganze bearbeiten, damit es dann auch besser aussieht. So, hier unten schließen wir das Ganze dann natürlich noch. Wir fügen mal noch einen zweiten Modifier hinzu, und zwar den Subdivision Surface Modifier, der das Ganze abrundet, wie wir hier sehen, sozusagen unterteilt und abrundet. Und so erzeugen wir dann ein scheinbar hochauflösendes Modell. Und wir sehen jetzt, er hat das hier völlig verzogen. Darum ist es auch gut, nach fast jedem Schritt auch immer mal zu gucken, was Blender da gerade macht. Hier wird der Körper ein bisschen größer. Hier ist es gut, wenn wir eine Fläche für unsere Flügel übrig lassen. So. Wenn Blender das hier automatisch an irgendwelchen Achsen ausrichtet, wenn ihr extrudet, dann lasst euch davon nicht stören. Ihr könnt dann einfach rechte Maustaste drücken, dann springt das Ganze wieder zurück und dann drückt ihr einfach nochmal G und dann könnt ihr das nochmal verschieben. Jetzt, wie wir dann die Schwanz- und Flügelfedern machen, schaue ich mal. Das kann ich jetzt euch noch nicht genau sagen. Wir sehen, wenn wir hier über die X Kante gehen, können wir einfach jetzt weiter verschieben. Um das zu verhindern, drücken wir hier einfach mal beim Mirror Modifier auf Clipping. Das heißt, wenn wir hier über die Kante wollen, dann geht das nicht. So. Wir bauen das Modell jetzt erstmal ganz grob. Anpassen können wir das dann immer noch im Nachhinein, so viel wir wollen. Ich halte mal STRG gedrückt und klicke mit Rechtsklick auf eine Kante hier. Und wir sehen, dann wird diese ganze Kante selektiert. Und jetzt drücke ich mal E zum Extruden und schiebe das einfach in die Mitte. Da wir Clipping aktiviert haben, fügt er das hier in der Mitte automatisch zusammen. So, gucke ich mir das mal von oben hier an. Und extrude dann hier mal ein Stückchen weiter. Darauf achten, dass die Polygone immer aneinander hängen können, dass wir die dann auch nachher verbinden können. Wichtig beim Modellieren ist, damit das wirklich gut aussieht. Wir sehen, ich habe meinen eigenen Rat gerade nicht befolgt, indem ich dieses komischen Achsen hier Blender das verschieben lassen habe. Ich weiß auch nicht, warum er das so komisch verschiebt. Aber das ist ja auch egal. Beim Modellieren solltet ihr immer darauf achten, dass ihr möglichst, oder nicht möglichst, dass ihr nur viereckige Flächen habt. Denn wenn wir zum Beispiel solche Modifier wie den Subdivision Surface Modifier anwenden und zum Beispiel nur dreieckige Flächen irgendwo mitten in unserem Modell haben, dann kann es zu ganz unschönen Verformungen kommen. Darum rate ich euch immer, modelliert mit vier Flächen, also mit Quads. So werden diese Polygone genannt, die nur vier Flächen haben. Okay. Wir sehen, hier vorne haben wir eine Fläche, also gehen wir hiermit nicht ganz so weit auseinander. Gucken uns das mal von der Seite an. Schieben das runter. Ihr seht, modellieren ist viel Fummelarbeit, viel Rumspielen. Aber wenn man dann langsam sieht, wie das Modell entsteht, macht das auch wirklich Spaß. Wenn ihr so ein paar Punkte hier selektiert, könnt ihr auch einfach S zum Skalieren und Z drücken, um das in der Z-Achse ein bisschen zusammenzudrücken. Das könnt ihr auch mit der X- und Y-Achse machen, ganz wie ihr wollt. Dann schaue ich mal, hier könnte noch eine Fläche hin, das heißt, wir duplizieren das noch einmal oder extruden das. Und jetzt können wir hier die beiden Flächen verbinden und drücken F, um diese Flächen zu schließen. So, okay, abflachen und so weiter, das tun wir dann noch im Nachhinein etwas besser. Okay, ich würde mal sagen, diesen Punkt entfernen wir erstmal.
Ich drücke mal Leertaste und gebe mal ein Delete Edge Loop. Hier unten finden wir das. Das heißt, er löscht diesen Loop, also diese Kante, und fügt die übrig bleiben gleich wieder zusammen. Das ist wirklich ein sehr praktisches Tool. Ich habe es allerdings noch nicht hier irgendwo gefunden im Menü. Gibt es bestimmt auch irgendwo. Wenn wir hier mal gucken. Hier steht nirgendwo Delete Edge Loop. Nee. Darum müsst ihr das über die Leertaste Suchfunktion machen. Wenn ihr die C-Selektion, so nenne ich das mal, mit dem C-Button aktiviert habt, könnt ihr das mit dem Mausrad auch vergrößern und verkleinern. Mit der linken Maustaste ganz normal selektieren und mit dem mittleren Maustaste könnt ihr auch Punkte wieder deselektieren. Und rechte Maustaste, damit geht ihr aus dieser Selektion heraus. Ja, das hier soll kein Anfängertutorial sein, das heißt, ich setze mal hier voraus, dass ihr euch schon ein bisschen mit Blender auskennt, dass ich euch nicht zu viel erklären muss. Jetzt sehe ich allerdings, dieser Edge Loop hier ist auch zu viel. Darum drücke ich wieder Leertaste und wir sehen, das, was wir zuletzt eingegeben haben, das ist auch noch aktiv und da drücken wir einfach drauf. Und jetzt können wir diese Sachen miteinander verbinden und wir sehen, jetzt würde hier ein Dreieck entstehen und darum füge ich den doch nochmal wieder hin hier. Und wenn ich jetzt STRG gedrückt halte, können wir diesen ganzen Edge Loop selektieren und drücke wieder F, um das Ganze zu schließen. Und schon haben wir hier einen schönen Fluss drin von unserer Topologie, also unseren Aufbau der Polygone. Jetzt schließe ich das Ganze hier noch und drücke mal Z. Und schon haben wir so einen groben Oberkörper, sage ich mal, mit ganz wenigen Polygonen. Und ja, jetzt geht es auf der Unterseite weiter. Wir sehen, so ganz mega viel brauche ich das Blueprint gar nicht, wenn ich die ganz grobe Form habe. Dann selektiere ich das hier mal mit STRG gedrückt halten, schiebe das hier rein, guck mal von vorne, schiebe das ein Stück runter, damit das ein bisschen abgerundet ist. Passt das hier an. Ja, modellieren ist ganz viel Rumspielerei, sage ich mal. Wenn ihr die Kameraansicht von unten haben wollt, drückt ihr einfach STRG und 7 und dann könnt ihr euch das Ganze von unten angucken. Wir sehen, wir haben jetzt für unten keinen Blueprint, das ist aber auch nicht nötig. Unbedingt, wenn ihr eins von oben habt, dann reicht das eigentlich schon. So, jetzt müssen wir darauf achten, hier irgendwo kommen dann unsere Beine raus. Und da mache ich mal so ein extra kleines Quadrat hin sozusagen, aus dem wir das dann eventuell rausmodellieren können. Mal schauen. Okay, ich gucke mir das mal wieder von oben an, das ist ganz praktisch. Und dann orientiere ich mich einfach an der Polygonstruktur, die wir hier oben auf der Oberseite haben. Und dann schiebe ich das Ganze hoch. Erstmal selektiere ich das Ganze, drücke S, skalieren und Z. Und dann drücke ich einfach die 0, dann skalieren wir das auf 0. Nochmal. Dann Enter drücken oder linke Maustaste drücken. So. Okay. Bisschen anpassen. Ich denke, die Seite hier müsste noch ein bisschen runter mehr. Nicht ganz so gerade. Ich bin kein Vogelspezialist, also dieser Vogel, den wir hier bauen, das ist wahrscheinlich eher irgendwas Ausgedachtes, was es in echt nicht gibt. Es orientiert sich an einer Möwe, aber naja, okay. Dann schließe ich das Ganze mal mit F, genau. Jetzt ist das geschlossen. Hier unten können wir das Ganze auch schon mal schließen. Wir sehen jetzt, hier fehlt uns jetzt ein Edge Loop, darum fügen wir jetzt ja noch einen hinzu. STRG und R, dann drücken wir hier rauf und STRG und R und verschieben das. Erst mit linker Maustaste bestätigen und dann verschieben. Wenn ihr STRG und R drückt und mit Mausrad rollt, könnt ihr auch noch mehr Edge Loops oder Cuts hinzufügen. So, damit das hier nicht so eine harte Kante wird, schieben wir das mal runter.
Genauso wie das hier. So. Ich habe jetzt den hier hinzugefügt, damit wir auch immer unsere viereckigen Polygone hinzufügen können. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde hier irgendwo ein Dreieck entstehen. Und das ist nicht so gut. Jetzt schließe ich das Ganze noch. So. Jetzt bei unserer freien Fläche kommt dann der Flügel hin. Und ich denke, das sieht erstmal so ganz gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir uns an den Flügel erstmal. Ich selektiere das Ganze mal mit Shift gedrückt halten. Ich gucke mir das Ganze mal von oben an, drücke E zum Extruden und schiebe das mal raus ein Stück. Erstmal nur ein bisschen. So, gucke ich mir das mal von vorne an und wir sehen, das ist jetzt relativ schief. Und ich drücke mal S und X und skaliere das mal ein bisschen in der X-Achse. Wir könnten jetzt auch auf 0 drücken, dann haben wir das ganz gerade. Ich glaube, das ist am besten. Dann skaliere ich das mal in der Y-Achse. Aufpassen, wenn ihr immer von einer Perspektive guckt und einfach nur skaliert, dann mag das manchmal von oben dann passen. Aber wenn wir es klein selektieren, dann wird das halt auch in allen anderen Achsen selektiert und ziemlich dünn. So. Dann skaliere ich das mal ein bisschen, extrude das, skalieren in der Y-Achse. Wenn ihr einen Vogel nachbauen wollt, dann könnt ihr euch auch im Internet orientieren, bei Google oder ähnlichen. Sucht euch einfach ein paar Bilder raus von diesem Vogel, den ihr nachbauen wollt. Und ja, dann habt ihr auch sehr gutes Referenzmaterial. Rotieren tun wir das Ganze mit R, wenn wir hier extruden, rotieren mit R und skalieren. Und schon entsteht so ein Flügel. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen gerade aus. Und den skaliere ich mal in der Z-Achse ein bisschen. Und füge das hier mal zusammen mit F. So. Das ist jetzt natürlich noch total gerade. Ein Flügel, ich denke es mir mal, ist an der einen Seite flacher, so wie beim Flugzeug. So wie ein Tropfen geformt von der Seite gesehen oder vom Querschnitt. Und ich schiebe das Ganze jetzt mal ein bisschen runter. Dann nehme ich das Ganze und schiebe es ein bisschen hoch. Und auch die Innenseite hier selektiere ich mal und schiebe das mal ein bisschen rein. Wichtig ist, wenn wir das nachher wiggen, also Knochen hinzufügen, dass wir hier auch ein paar extra Schnitte drin haben, damit man den Flügel dann auch besser bewegen kann. Ich denke mal, ich füge hier noch einen ein und passe das hier mal noch ein bisschen an, dass das ein bisschen runder noch aussieht. So. Okay, ich denke mal, von vorne gesehen machen wir jetzt noch ein bisschen einen kleinen Bogen hier rein, damit das nicht ganz so gerade dick ist. Selektiere das mal hier oben alles. Schiebe das ein Stück nach unten und genau auch hier hinten. So. Wenn ihr eine Weile modelliert, dann kriegt ihr dafür auch auf jeden Fall ein Händchen. Das geht eigentlich relativ schnell. Und es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man dann das Modellieren richtig drauf hat, dass man dann wirklich alles modellieren kann, was man sich vorstellt. So. Okay, gut, ich denke mal, die Flügel sind groß genug, vielleicht sind die auch viel zu groß, fällt mir gerade auf, aber das ist egal, es ist ja nur ein Produkt meiner Fantasie, dieser Vogel. Okay,
Dann bauen wir jetzt mal den Schnabel nach. Auch nur ganz grob. Also er muss nicht auf und zu gehen. Das werden wir hier nicht machen. Denn es ist nur ein ganz grober Hintergrundvogel. So. So, so, so. Stück für Stück. Ihr seht, ein 3D-Modell zu bauen ist viel Arbeit. Aber auch Arbeit, die Spaß macht. So. Mal sehen. Das fügen wir auch erstmal so zusammen. Wir könnten auch alle Punkte miteinander verbinden, aber dann würden hier Dreiecke entstehen. Und das ist nicht so gut, wie ich euch ja schon mehrfach erklärt habe. Dann schieben wir das hier mal noch ein bisschen runter und flachen das hier ein bisschen ab. Okay, ich probiere jetzt mal was aus. Ich entferne diese beiden Polygone. Entfernen drücken und Faces auswählen. Und auch diese beiden entferne ich mal. Faces. Dann drücke ich hier STRG und R und schiebe das hier mal ran. Dann selektiere ich diese beiden Kanten, drücke F. Diese beiden, F. So, und wenn wir das jetzt verbinden würden, würden wir eigentlich ein Dreieck erzeugen. Um das zu umgehen, selektiere ich diesen Punkt, dupliziere den einfach. Und da wir Clipping angestellt haben, geht er nicht über die Kante hinaus. So. Und es gibt nämlich ein paar Tricks, um sozusagen unsere vierseitige Polygonstruktur zu behalten. Und wir sehen, wir haben jetzt hier vier Punkte. Damit es keine scharfe Ecke gibt, schieben wir das hier ein bisschen näher noch an. Jetzt haben wir hier am Schnabel eine scharfe Kante und können das hier ein bisschen rüberziehen. So, und während ich hier modelliere, habe ich das Allerwichtigste vergessen überhaupt, nämlich Speichern. Blender ist zwar jetzt in einer stabilen Version, aber abstürzen kann es trotzdem immer mal. Und darum gehen wir hier auf File, Save As, wählen uns unseren entsprechenden Ordner aus und nennen das Ganze Möwe V1. Blender erkennt manchmal diese Ö, Ä und Ü nicht und darum müssen wir manchmal mit OE arbeiten. Darum habe ich das hier gemacht. Gut, jetzt müssen wir vorne noch das schließen. Ich führe mal das hier fort. So, einfach extruden. Dann schaffen wir jetzt hier so einen schön scharfkantigen Schnabel. Hier extruden wir auch noch mal ein bisschen. So. Dann können wir das Ganze nämlich alles miteinander verbinden. Ihr seht schon, das Tutorial wird ziemlich umfangreich sein. Aber ich denke, ihr könnt auch dadurch wahnsinnig viel lernen. Wir sehen, ich habe hier einen falschen verbunden. Den lösche ich mal und selektiere nochmal die. So, und jetzt hätten wir wieder das Problem, dass wir hier ein Dreieck erstellen würden. Darum entferne ich mal diesen Punkt hier, dupliziere den hier, verbinde ich die hier, verbinden wir den, erzeugen hier einen neuen, F und jetzt extrude ich hier nochmal einmal und erzeugen dann hier Wenn wir vier Punkte miteinander verbinden wollen und das funktioniert nicht, er zeigt hier oben eine Fehlermeldung an, dann müssen wir einfach mal gucken. Wir sehen, die sind völlig auseinandergeschoben. Da schieben wir das mal ungefähr auf die gleiche Ebene und wenn wir jetzt F drücken, dann können wir es auch miteinander verbinden. So, gut, so hätten wir das jetzt erstmal geschlossen. Ist zwar noch nicht die schönste Methode. Wenn ihr etwas selektiert habt und das irgendwo aus dem Bild entfleucht ist, drückt einfach das Komma auf ein Nummernpad und schon zentriert ihr die Selektion. Okay,
Wir sehen, wir haben jetzt diesen Vogel erstmal noch ohne Füße grob nachgebaut. Ich drücke mal T und wähle hier mal Smooth aus. Dann sieht das Ganze schon wesentlich schöner aus. Und jetzt machen wir uns mal an die Beine ran. Wichtig ist, dass wir jetzt mal Clipping ausstellen, weil sonst würden hier komische Sachen entstehen. Und jetzt drücken wir mal E und schieben das Ganze mal zusammen. Wir modellieren jetzt ganz, ganz simpel so ein paar Beine raus. Als erstes rotieren wir das ungefähr in diese Beinrichtung. Dann skalieren wir es ein bisschen, extruden das mit E, gucken uns das mal von vorne an und verschieben das mit G ein bisschen. Genauso diese Punkte hier. So. So. Und ja, wenn ihr euch im Modellieren schon auskennt, dann könnt ihr das Ganze hier auch ein bisschen überspringen. Da das hier auch nur für ein Tutorial ist, muss das auch nicht so unendlich mega schick aussehen. Aber gut genug auf jeden Fall. Okay, ganz wichtig, wir speichern mal zwischendurch. So, und jetzt müssen wir sozusagen aus dieser 1-Polygon-Fläche in eine 3-Polygon-Fläche. So, und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Ich drücke mal Shift und D, um diese selektierte Fläche hier zu duplizieren im Edit-Mode. Dann ziehe ich das mal lang. Wir sehen, von unserem Blueprint her passt das hier von der Voransicht nicht ganz 100%. Naja, geht eigentlich. So, jetzt drücke ich STRG und R und scroll mit dem Mausrad, um diese Cuts zu erhöhen, und dann drücke ich die linke Maustaste. Dann selektiere ich die mittlere Kante hier, drücke wieder Shift und D und schiebe die mal hier hin. Jetzt verwende ich mal das Loop Tools Add-on. In meinem letzten kleinen Tipp-Video habe ich euch gezeigt, wie man das aktiviert und so. Und das sind ein paar Werkzeuge. Guckt euch das Tutorial an, wenn ihr mögt. Und jetzt drücke ich einfach mal das hier und das selektiere ich und drücke mal auf Bridge. Dann verbindet er das automatisch. Selektieren wir diese Flächen mal und skalieren die mal ein bisschen. So. Und probieren das nochmal. Ich schiebe die hier mal ein bisschen nach oben. Beim Modellieren ist es wirklich die Kunst, Quads zu behalten, also vierkantige Polygone ohne Triangeln, also 3-Punkt-Polygone zu erstellen. Und ja, das versuche ich hier gerade. So, wir sehen jetzt hier drin, die müssen wir jetzt loswerden, indem wir die einfach selektieren und die Faces entfernen. Und genauso auch die hier. Faces. Und dann schließen wir noch die hier. Vielleicht gibt es auch einen einfacheren Vorgang, das Ganze zu machen. Das war jetzt einfach so eine spontane Idee, das so umzusetzen. Okay. Wir wollen jetzt nämlich 3 so eine Zehen erstellen. Und ja, darum haben wir jetzt auch 3 Polygone hier unten, die wir jetzt ganz bequem extruden können. Wir gucken erstmal von der Seite und schieben das hier mal ordentlich hin. Hier unten kann ruhig so ein etwas dickerer Wulst entstehen. Das ist in Ordnung. Und dann schieben wir das mal zusammen. Okay. Dasselbe hier oben. Jetzt könnten wir uns aussuchen, entweder könnten wir jetzt alle
drei Zehen sozusagen zusammen extruden, indem wir einfach E drücken. Dann hätten wir sowas hier. Müssen wir uns überlegen, vielleicht machen wir das auch so. Oder ihr könntet auch Alt und E drücken und dann sucht ihr euch individuell Faces aus. Dann extrudet er jedes Face einzeln. Aber da es nur ein Low-Poly-Modell ist, extruden wir das erstmal so. Und jetzt nochmal Alt und E, individuell Faces. Und wenn wir jetzt mal Alt und S drücken, haben wir so eine etwas andere Skaliermethode. So hier. Gucken wir uns das mal von der Seite an. Drücken G und nochmal Alt und E, individuell Faces, um hier so eine Art Krallen zu erzeugen. Alt und S und dann hier so runter. Das sieht jetzt nicht unbedingt mega realistisch aus, aber für unsere Zwecke reicht das völlig aus. Dann selektiere ich nochmal diese Kanten hier und schiebe die auch ein bisschen nach unten. Dann drücke ich S, R, G und R und füge mal zwei Cuts hinzu. Die selektiere ich mit Shift gedrückt halten und biege die mal ein bisschen. So. Dann selektiere ich hier mal die Punktselektion, nicht Kantenselektion und verschiebe das mal ein bisschen. Wir werden dann nachher höchstwahrscheinlich das Ganze noch ein bisschen sculpten im Sculpt-Mode und dem Ganzen dann eine Normal-Map backen, da das ja nur Low-Poly-Vögel sind. Ich mache das hier mal noch ein bisschen dünner, sieht mir noch zu dick und klobig aus. Ein bisschen länger. So. Okay, ist noch viel zu winzig. Selektiere ich das Ganze mal. Schiebe mal den Cursor hier hin, dass er genau am Mittelpunkt hier oben liegt. Dann drücke ich mal auf das Komma. Dann springt unsere Achse zu unserem 3D-Cursor. Und jetzt skaliere ich das Ganze mal ein bisschen. Füge hier mal noch ein Edge Loop hinzu. Und macht das Bein hier und hier oben mal ein bisschen dünner. Wenn ihr das wieder zurücksetzen wollt, dann drückt einfach das Komma und nicht den Punkt. Also mit dem Punkt setzt ihr es zum 3D-Cursor und mit dem Komma zurück. Wenn ich hier mal was Falsches erzähle, dann tut es mir leid. So, jetzt sind das riesen Watschler. Wie gesagt, modellieren ist viel rumprobieren. Und auch wie gesagt, das ist ja nur ein Fantasievogel. Okay. Dann können wir hier nochmal ein Edge Loop rumsetzen und das ein bisschen herausheben. So. Okay, es ist ganz simpel, aber wie gesagt, für unsere Zwecke reicht es. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob alles proportional korrekt aussieht. Okay, ich schiebe mal die Beine noch ein bisschen nach vorne. So, diese Punkte auch ein bisschen anpassen der Struktur. Okay, ich denke für eine Low-Poly-Möwe reicht das schon völlig aus. Wir sehen hier unten haben wir so einen seltsamen Fehler. Das kommt manchmal, wenn man modelliert. Jedes Polygon hat eine normale Richtung, das heißt eine oben und eine unten Seite. Und wenn hier so eine seltsame Kante entsteht, dann heißt das einfach, von dem Polygon ist die oben und unten Seite andersrum als von diesen hier und dann entsteht dieser komische Schnitt. Und um das zu beheben, selektiert er einfach alles und drückt STRG und N. Dann werden die normalen sozusagen, die oben und unten Seiten, gleich ausgerichtet wieder. Okay, ich würde mal sagen,
Die sieht doch schon wirklich gut aus, die Möwe. Wir können dann auch die Subdivision Surface Einstellung erhöhen. Und hier hinten können wir noch ein bisschen was machen, dass es nicht so rund aussieht, sondern eher ein bisschen scharfkantiger. Okay. So. Okay. Dann benennen wir das Ganze hier mal. STRG drücken, hier raufklicken und Moewe. Genau. Wenn ich mal hier ein Ö eingebe, sehen wir, kommt da nichts. Es kann manchmal sein, ich weiß leider nicht, woran das liegt, wenn ihr modelliert, dann stellt Blender oder, also mein Fall Windows, ich habe es bei Windows 7 und bei Windows XP, ist es mir aufgefallen, dann stellt er manchmal einfach das Ganze auf Englisch, also die Tastatur stellt er, während ihr arbeitet, auf Englisch. Das heißt, wenn ihr dann STRG und Z drückt, dann passiert nichts mehr. Denn Y und Z ist im Amerikanischen oder im Englischen vertauscht auf der Tastatur. Dann müsstet ihr STRG und Y drücken oder ihr schaltet wiederum auf Deutsch zurück. Okay, ich denke, das war es jetzt mit dem Teil Modellieren. Im nächsten Teil wird es dann weitergehen mit Texturen erstellen, Sculpten und so weiter. Da sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.